Da wir ja wissen, dass da ein Juggernaut ist. Fast es ja. Aber dass da ein zweiter Juggernaut ist, damit habe ich jetzt... Oh! Gerechnet. Das war dezent knapp. Kommt der Dude einfach auf mich zugestürmt? Nee, ist ja ein Abstellgleis. So. Könnt ihr den bitte... Danke. So, der ist auch weg. So, gehen wir. Wir hören nicht auf, bis Makarov im Dreck liegt. Dieses Mal kommt er nicht lebend davon, Sir. Okay, das macht keinen Sinn. Gas an 6, Conny macht Druck. Wir sind festgenagelt. Das bedeutet, Makarov ist noch hier. Achtung, sie haben an jeder Ecke Schützen. Okay. Warum muss ich den Kontakt auslösen, wenn meine Leute die schon angucken? SFO, Bereich absichern! Ja, Sir. Captain, Conny bewacht eine Bombe. So, ran an die Bombe. 2 Minuten, Sir. An alle Bravo. Bombe an der Gleiskreuzung. Brauche hier Deckung. Sofort! Roger, komme zu dir. Kontakt. Verdammt, na gut. Scheiße. An die Arbeit, so. Ich hab nur einen Nachtsichtgerät. Die Bombe braucht es 2. Du musst mir helfen. So. Captain, ich brauche dich jetzt hier bei der Bombe. Ja, doch. Bin doch da. Kannst du sie entschärfen? Na, jetzt. Deswegen auch immer der erst nicht funktioniert hat. Ich bin drin. Was jetzt, Job? Schmutzige Bombe, Cap. C4 und radioaktives Pulver. Sie jagt den Tunnel hoch und trifft Europa. Wie entschärfen wir sie? Ich brauche das Herstellerlogo auf der großen Platine. Rede mit mir. Das Logo auf der Platine. Herstellerlogo. Wo denn? Verdammte Scheiße. Wir sind zu spät. Yo! Du hast hier, ja. Achte genau auf Soaps Anweisung. Wo war das denn? Ich bin drin. Was jetzt, Tom? Herstellerlogo. Schmutzige Bombe, Cap. C4 und radioaktives Pulver. Wo ist denn Herstellerlogo? Europa. Wie entschärfen wir sie? Was dat? Ich brauche das Herstellerlogo auf der großen Platine. Was da? Rede mit mir. Das Logo auf der Platine. Herstellerlogo, Herstellerlogo. Scheiße. Wir sind zu spät. Hä? Ich kann mich ja nur in der kurzen Zeit umschauen. Wo ist das Herstellerlogo? Wie blind kann man denn bitte sein? Schmutzige Bombe, Cap. C4 und radioaktives Pulver. Sie jagt den Tunnel hoch und trifft Europa. Wie entschärfen wir sie? Ich brauche das Herstellerlogo auf der großen Platine. Herstellerlogo. Rede mit mir. Das Logo auf der Platine. Ich bin so blind. Ich sehe es nicht. Ich werde es rauscutten, bis ich es gefunden habe. Also das wird noch ein bisschen länger dauern. Bis gleich. So, ich habe zwar das Ding jetzt noch nicht gefunden. Das werden wir dann gleich sehen, ob das da auch ist. Aber man sollte die Maus vielleicht ein bisschen mehr bewegen, weil es war immer erst so, als ob ich ja nur diesen Bereich habe. Aber ich kann weiter nach rechts rübergehen. Sie jagt den Tunnel hoch und trifft Europa. Wie entschärfen wir sie? Ich brauche das Herstellerlogo auf der großen Platine. So, und da haben wir. Das ist ein Bär, die 4. Das Logo ist ein Bär. Verstanden. Bär, durchtrenne den Draht. Okay, das hat uns etwas Zeit verschafft. Bryce, Achtung! Makarov ist im Tunnel. Er kommt in eure Richtung. So, hast du das gehört? Bestätigt. Ich lasse die Bombe nicht los, Captain. Okay. Bin getroffen! So, die Waffe im Anschlag! Wenn ich loslasse, geht sie hoch! Gib mir Deckung! Fuck! Bravo! Wir brauchen hier Sperrfeuer! Jetzt! Wir sind festgenagelt! Ja! Conny blockiert die Tunnel! Kämpft euch durch! Okay. Halte sie von mir weg, Captain! Alles sicher! Polizei ist tot! Okay. 7 an 6! Wir sind gleich durch! Kommt her! Was jetzt, Job? Finde die Sprengkapsel. Untere linke Ecke. Verstanden. Sprengkapsel. An C4 angebracht. Ei. Da ist eine Seriennummer drauf.
Was ist die dritte Ziffer? Ihr Kopf, was ist das? Die dritte Ziffer, 9, Captain. Würde ich jetzt sagen. Die dritte Ziffer ist eine 9. Okay, gut gemacht. Diese Bombe hat 2 Zünder. Wir müssen beide gleichzeitig trennen. Der rote Draht. Roter Draht, verstanden. So, weg! Sie gehören mir! Nimm das mit in die Hölle, Captain. Begrabe den Feind niemals lebendig. Ja, niemals! Nein! Ja gut, Sie sind weg. Verdammte Scheiße. Johnny! Captain, die Bombe. Wie stoppen wir sie? Bombe entschärfen. Er hat ja gesagt, den roten Draht. Norwood, Soap sagte, wir schneiden gleichzeitig auf 3. Verstanden? Roger, auf 3. 1, 2. Ich dachte, ich muss erst F drücken und dann ist 3. Roter Draht, verstanden. So, weg! Sie gehören mir! Nimm das mit in die Hölle, Captain. Begrabe den Feind niemals lebendig. Okay. Das heißt, MW2 und MW3, also MW2 2022, MW3 2023 haben wir den Oldschool-CODs. Nicht wirklich mehr was zu tun. Scheiße. Johnny! Captain, die Bombe! Wie stoppen wir sie? So. Also, such den roten Draht. Nur rot. Soap sagte, wir schneiden gleichzeitig auf 3. Verstanden? Roger, auf 3. 1, 2, 3. Okay. Entschärft! Entschärft. Wir sind sicher. An alle Stationen, hier Bravo 6 auf gut Glück. Gefahr neutralisiert. Bombe ist sicher. Ein Gefallener. Ja gut. Beziehungsweise ja eigentlich nicht gut, dass Subdot gestorben ist. Er war der Beste von uns. Der Toughste. Er hätte es mit der Welt aufgenommen. Wer wagt, gewinnt. Schlafe sanft, Soldat. Kannst wegtreten, Bruder. Wir übernehmen. Ruhe in Frieden, Johnny. Okay, das war's, oder was?
Okay, Cutscene. Und da wurde ich aber schon darauf hingewiesen, dass nach den Credits natürlich nochmal eine Cutscene kommt. Dementsprechend kann ich die überspringen. Ich kann sie überspringen. Ich hoffe mal, dass ich direkt dann zu der Cutscene komme. Oder auch nicht. Ja, gut. Habe ich die denn frei an sich? Große Ganze, ne? Ich gucke mal ganz kurz nach, ob wirklich nach der Cutscene... Nach den Credits wirklich nach Cutscene kommt. Ansonsten hören wir uns gleich nochmal. Es ist wirklich das große Ganze. Die letzte Cutscene. John. General. Wer hat Sie eingelassen? Eine Freundin. Laswell. Sie sind doch einer von den Guten. Waren wir beide? In diesem Job muss man eben Opfer bringen für das größere Ganze. Allerdings. Auch Sie haben Leichen im Keller, John. Das werden Sie noch bereuen. Oh, ich bettle bestimmt nicht um mein Leben. Nicht vor Ihnen oder irgendwem sonst, Captain. Das wäre auch nutzlos. Und das war jetzt wirklich die finale Cutscene, deswegen habe ich nochmal nachgeguckt, ob das die ist oder ob das wirklich, wer wagt, gewinnt, da noch irgendwie, obwohl das ist ja auch Schwachsinn, weil jetzt, das Bild hatten wir ja nicht, aber egal, das war auf jeden Fall die Cutscene, es gab, ich habe wie gesagt, ich habe ein Ending gerade auf YouTube gesehen, die ersten Credits, dann kommt die Cutscene und dann kommen die ganz langen Credits, dementsprechend haben wir jetzt auch wirklich alle, abbrechen. Ja, alle Missionen durch. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Missionen. Ich habe jetzt eine Stunde 55 aufgenommen. Wie gesagt, ein paar Pausen raus. Die eine Cutscene raus. Die muss ich ja noch mal neu machen. Ich denke mal, es wird 10 Minuten dann sein. Eine Stunde 45. Ich glaube, ich habe 2 Stunden 45 aufgenommen. Das heißt, sind bei 4,5 Stunden. Ist ein bisschen kurz für COD. Im Normalfall sind es zwischen 6 und 7 Stunden lang. An sich eine coole Story. Ich weiß nicht, was viele haben, dass denen da die Explosion und alles drum und dran fehlt. Ist natürlich alles rundrum. Makarov aufgebaut. Er ist jetzt entkommen. Was wir auf jeden Fall rausgefunden haben, MW2, MW3, das Neue, hat nichts mit den alten COD MW-Teilen zu tun, storytechnisch. Hier ist Soap gestorben. Eigentlich genauso wie in dem MW3 Classic. Wie gesagt, ich fand die Story ganz cool. Gut, die Open Area Maps, ja gut, das gleicht halt DMZ. Ist aber ein bisschen, ist eine okay Abwechslung. Ob man dafür jetzt einen Vollpreis zahlen muss, ist natürlich eine andere Frage. Ist halt schon hart. MW3 wurde ja eigentlich als DLC geplant. 30 € hätten auch gereicht. Meiner Meinung nach für die Inhalte, die Modern Warfare 3 overall bringt, hätten 30 € meiner Meinung nach zumindest auch komplett ausgereicht und nicht, was sind das jetzt, 70 gewesen oder 80? Nee, ich glaube 70, ne? 69, 99. Da waren es auch 80, 79, 99, ich weiß es nicht. Ist natürlich ein bisschen overpriced meiner Meinung nach, aber ansonsten für mich eine ganz okaye Story, ganz cool gemacht. War ein bisschen anders, ein bisschen, ja, ist ja cool drumherum, aber preistechnisch natürlich meiner Meinung nach viel zu viel, wie gesagt, 30, maximal 35. Wäre es eigentlich realistisch gewesen, wenn man auch den Multiplayer betrachtet und Zombie-Modus, was da, wie gesagt, an Spielinhalte zugekommen sind, recycelte Maps, alles drum und dran, aber gut, das wisst ihr ja.
Mehr möchte ich jetzt auch nicht labern. Es reicht. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Als nächstes wird es dann sehr wahrscheinlich Command & Conquer Red Alert 3 Uprising geben. Die erste Fraktion, dass ich auch mit C&C nochmal weiterkomme, ist ja jetzt schon zu Red Alert 3 Main-Kampagne wieder ein bisschen her. Dazwischen weiß ich auch schon ungefähr, was kommt. Aber mal gucken, lasst euch überraschen. Wie gesagt, vielen, vielen Dank dafür fürs dabei sein. Ihr könnt natürlich auch nochmal unterschreiben, wie ihr die COD-Story fandet. Ansonsten vielen Dank. Haut's rein, bis zum nächsten Mal in alten, neuen, aktuellen Projekten. Bis dahin. Tschüss.